ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe für euch heute diesen Halloween-Make-up-Look hier vorbereitet. Weil Halloween ja mittlerweile nichts mehr ist, was wirklich nur komplett gruselig ist, habe ich mir gedacht, schminke ich diesen Look, weil ich sowieso etwas seichter gerne mag. Ich bin kein Fan von Horrorfilmen, ich bin kein Fan vom Grusellassen oder vom Erschrecken. Deshalb ist es so ein Look hier geworden, der trotzdem sehr Halloween-tauglich ist. Ihr seht, zum einen hat man hier so eine ältere Dame, die habe ich komplett wirklich nur mit Lidschatten geschminkt, super einfach zu machen. Und rechts dann halt mein ich mit etwas weniger Make-up als sonst. Man mag es kaum glauben, aber ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich den Look gemacht habe, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Ich beginne damit, mir erstmal was Warmes anzuziehen, denn draußen ist es so, so kalt. Der Herbst hat richtig zugeschlagen. Und dann nehme ich auch schon die MAC Strobe Cream und trage sie auf der rechten Hälfte meines Gesichtes auf, denn die gibt es einen richtig schönen Glow und dann sieht das Gesicht wirklich sehr, sehr jugendlich und frisch aus. Und dann trage ich mir auch etwas Foundation auf und das ist die Nude Illusion Foundation von Catrice. Die gibt so eine leichte Deckkraft, aber trotzdem nicht zu viel. Das mag ich sehr, sehr gern zu dem Look. Natürlich korrigiere ich auch meine Augenringe, denn diese bläulichen Schatten möchten wir nicht an dieser Stelle des Gesichtes haben. Und das Ganze conceale ich dann noch etwas mit dem Wake Me Up Concealer von Manhattan. Da nehme ich ein bisschen mehr, denn meine Augenringe waren an dem Tag nicht so schön. Das blende ich natürlich alles mit einem feuchten Make-up-Schwamm wieder ein. Und dann gehen wir über zum Setten und da nehme ich das Perfect Face Refine and Prime Powder von P2. Und das ist ein loses Puder, welches mir sehr zugute kommt bei der zweiten Hälfte meines Gesichts. Und natürlich konturiere ich auch wieder. Und da konturiere ich an den gewohnten Stellen, wie zum Beispiel meiner Stirn, unter den Wangen, Knochen an der Nase und am Kinn. Und dann wird das Ganze auch noch gebronzt, denn das Gesicht soll trotzdem sehr, sehr frisch aussehen, aber nicht total fahl wie auf der zweiten Seite. Deshalb gehört auch ein Blush mit hinein, das ist der Stay Blushed von Rimmel. Das ist ein richtig schöner pinker Unterton, der sehr natürlich aussieht, dadurch, dass es einfach ein Creme-Blush ist. Und die Augenbrauen dürfen auch nicht fehlen. Ihr kennt das Eyebrow Stylist Set von Essence, ich liebe es, ihr kennt es. Es ist mein absolutes Go-To-Produkt, das darf nicht fehlen. Und damit die Augenbrauen auch wirklich den ganzen Abend und die ganze Halloween-Party lang halten, da wo sie sein sollen, nehme ich den Control Freak von NYX und damit sette ich sie dann auch noch. Und dann gehe ich über zum ersten Lidschatten und zwar ist das die Farbe Vanilla Sugar. Das ist ein richtig schöner, heller Cremeton, den ich mir unter die Augenbraue gebe für etwas mehr Lifting, damit das Auge etwas leuchtender aussieht. Und dann kommt die Farbe Creme Brûlée. Das ist auch ein Essence-Lidschatten mit etwas mehr Schimmer, ein schöner Nude-Ton. Den gebe ich mir einfach komplett auf mein bewegliches Augenlid. Natürlich curle ich auch die Wimpern dann noch, denn heute trage ich nur Mascara, dass ich das mal sage. Also komplett wirklich nur Mascara, keine falschen Wimpern in diesem Tutorial. Und dann kommt auch schon die untere Wasserlinie und zwar färbe ich die mit dem Kohl Pencil von Max Factor, eine der Farbe Natural Glaze und tusche dann auch den unteren Wimpernkranz nochmal mit der Essence Mascara. Dann kommt der nächste Schritt und zwar Highlighter, denn Highlighter finde ich besonders wichtig bei diesem Look. Das sage ich immer, aber ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, denn ich finde, der gibt so ein richtig, richtig frisches Gesicht. Ein jugendliches Gesicht leuchtet, es strahlt und deshalb darf es zum Beispiel auch nicht im Augeninnenwinkel fehlen. Und dann kommen wir zu den Lippen. Dann nehme ich einen Lip Liner von Essence. Das ist einfach nur dieser Long Lasting Lip Liner in der Farbe Wish Me a Rose. Darüber gebe ich dann nochmal ein Gloss, damit es wirklich sehr, sehr jung aussieht. Und das ist auch schon die erste Hälfte meines Gesichts. Deshalb switchen wir über zur linken Seite. Da nehme ich einen aschigen Braunton und ziehe ein paar Grimassen. Denn mit dem Blenderpinsel lässt sich das sehr, sehr gut einarbeiten, wenn man so ein paar Grimassen zieht und schaut, wo die natürlichen Falten sind oder sie entstehen. Deshalb fahre ich da mit diesem Braunton etwas entlang, damit das wirklich schon mal zunächst etwas mehr Tiefe bekommt, aber trotzdem weich gezeichnet wirkt. Dann nehme ich einen dünneren Eyelinerpinsel und fahre halt komplett wirklich die Stellen ab, die dann halt Falten enthalten sollten. Also wie am Auge zum Beispiel oder meine Lachfalten fahre ich entlang, sowie auch meine Stirnfalten und die Falte zwischen den Augenbrauen, die darf natürlich auch nicht fehlen. Erst sieht es etwas schmutzig aus, kriegt da keinen Schreck. Also im Prozess entwickelt sich das noch, dass es wirklich so aussieht, wie ihr das möchtet. Mit etwas Geduld und präziser Arbeit wird das schon. Natürlich fahre ich dann auch meine Augenringe entlang, denn jetzt seht ihr, dafür sind sie ziemlich, ziemlich gut. Da braucht ihr euch nicht für schämen, wenn ihr Augenringe habt, so schlimm wie meine es sind. Natürlich auch am unteren Wimpern setze ich mir etwas von der braunen Farbe entlang, damit ich etwas müde aussehe. Und dann kommt auch schon ein lila Ton und zwar gebe ich den mir einfach komplett auf meinen Augenring und dann auch auf mein bewegliches Augenlid, damit das einen müden Eindruck gibt und etwas von schlaflosen Nächten.
Und dann fange ich damit an, die ganzen Linien, die ich gezeichnet habe, etwas zu intensivieren und gebe dann auch etwas braune Farbe an meine Schläfen und blende sie ein und dann natürlich auch an meine Stirn, denn das gibt so einen etwas bedrückten Eindruck und das Gesicht wirkt dann etwas eingefallener. Dieser Look ist super einfach nachzumachen. Ihr könnt im Prinzip auch bei Google einfach nach Bildern suchen von älteren Damen. Da werdet ihr sehen, es ist wirklich gut nachzuarbeiten, wenn ihr vor allem ein Referenzbild habt, also wenn ihr wirklich nachschauen könnt, wie das ungefähr gemacht ist. Ich habe jetzt einfach freie Hand gezeichnet und mich ungefähr an meine natürlichen Falten gehalten. So Sachen wie an der Nase zum Beispiel, das habe ich mir dann etwas kreiert, dass die Nase vorne etwas knolliger wird. Denn ich habe ja schon eine große Nase, aber trotzdem wollte ich die Spitze noch etwas runder haben. Genauso wie die Lippenfalten, die habe ich jetzt nicht so extrem, aber wenn ihr die Lippen etwas zusammendrückt, wie so einen extremen Kussmund oder Fischmund, dann könnt ihr da auch Falten entdecken und die entlangfahren. Dann nehme ich etwas weiße Farbe und die finde ich besonders wichtig zu dem Look, denn wenn man sie ganz dezent einsetzt, sieht das alles viel, viel natürlich aus. Also durch die Schatten kriegen wir etwas mehr Tiefe im Gesicht, aber die helle Farbe gibt dann etwas Licht an bestimmte Stellen und das sieht einfach richtig, richtig gut aus und es gibt wirklich dem Look etwas mehr Natürlichkeit, obwohl wir halt nur komplett mit Make-up arbeiten und nicht mit Wachs oder Latex, sodass wir wirklich eine Dimension kreieren könnten. Das Ganze sette ich dann nochmal mit etwas losem Puder und bilde mir dann noch eine extreme Lidfalte, denn so sieht das Ganze ein bisschen eingefallener aus am Auge, als hätte ich halt keine Lidfalte, die ich auch so schon nicht habe, aber als würde die Haut unter der Augenbraue etwas überlappen. Dann mache ich ein leichtes Doppelkinn, damit auch meine Falten an meinem Hals etwas sichtbar werden. Also die zeichne ich dort natürlich auch nach und da blende ich auch mit einem hellen Braunton etwas mehr den Braunton, den ich davor aufgetragen habe, ein. Ihr könnt einfach Tiefe schaffen an den Stellen, an denen ihr einfach möchtet und von denen ihr meint, dass die einfach gut aussehen und dem Look eigentlich ziemlich gut tun. Das ist ganz euch überlassen. Also das ist jetzt nur ein Video dazu, wie ich es halt gemacht habe. Ich habe mir zum Beispiel auch etwas blauen Lidschatten auf mein bewegliches Augenlid aufgetragen, denn ich bin eine ganz fesche Oma später, habe ich beschlossen. Also mache ich das natürlich auch und roter Lippenstift darf auch nicht fehlen. Den habe ich einfach mit meinem Finger etwas verteilt. Und wie ihr seht, hier ist dieses Fischmündlein, was ich gemacht habe, damit man die Falten an den Lippen wirklich exakt nachzeichnen kann. Mit dem Jumbo Highlighter Pen habe ich dann nochmal etwas meine Wimpern nachgemalt, damit sie einen etwas gräulichen Eindruck bekommen und auch meine Augenbraue, denn die ist ja tiefschwarz bekanntlich, deshalb gibt es wirklich einen sehr, sehr guten Grauton. Das Ganze sette ich natürlich auch. Wie immer findet ihr alle Produkte, die ich genutzt habe, unten in der Infobox, denn diesmal habe ich euch das nicht so ganz super erklärt, welche Produkte ich genutzt habe. Und wie immer findet ihr alle Produkte unten in der Infobox. Ich habe euch ja diesmal nicht so ganz genau gesagt, was ich alles genutzt habe, deshalb schaut da einfach unten rein, wenn ihr da nochmal nachschauen wollt, was ich wirklich benutzt habe. Ihr könnt natürlich auch wie immer nehmen, das was ihr möchtet oder was ihr zu Hause habt. Ihr müsst nicht die gleichen Produkte nehmen, aber wie gesagt, da unten findet ihr wirklich nochmal alles. Wenn ihr dann das gewünschte Ergebnis habt, könnt ihr gerne noch etwas Babypuder nehmen und eure Haare damit bestücken. Ja, mit Babypuder funktioniert das ziemlich gut. Das lässt sich auch im Nachhinein sehr gut auswaschen und schadet dem Haar nicht. Und an sich war es das mit dem Halloween-Look. Ich wünsche euch ein wunderschönes Halloween und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!